Hi, ich bin Roland für Mobile Geeks und wir haben es dann endlich auch mal geschafft, uns auf der CES 2014 das LG G Flex vorzunehmen. Dürfte ja hinreichend bekannt sein, denn das Gerät ist natürlich das biegsame LG-Telefon, wie man sieht, hier schon sehr schön gebogen. Wir wurden gerade gebeten, es bitte nicht auf den Tisch zu legen und herunterzubiegen, weil das Ding dann natürlich noch die ganze Messe überstehen muss und hier an den Rändern zum Beispiel Schaden nimmt. Aber wir können es ja zumindest mal in der Hand nehmen und so ein bisschen biegen, und wenn ihr darauf achtet, dann seht ihr, dass es sich auf jeden Fall bis komplett flach herunterbiegen lässt. Ist natürlich eine schöne Sache. Der Bildschirm an sich ist auf jeden Fall flexibel. Das Problem ist natürlich noch der Rest der Hardware, der leider nicht flexibel ist. Und wie man hier am Rand schon sieht, hat da schon das Telefon einigen Schaden genommen. Und bei einem Preis von $700 will man natürlich jetzt nicht riskieren, dass das Ding die Messe nicht überlebt. 6 Zoll Display, wie gesagt, 720p Auflösung leider nur. Das liegt unter anderem daran, dass LG noch so kleinere Probleme mit der Massenproduktion der Bildschirme hat, die flexibel sind. Die Yields sind wohl, also die Ausbeute ist wohl noch sehr, sehr gering. Schönes Telefon, das Display ist vor allem auch ziemlich scharf, trotz den 720p, und hat sehr schöne Farben, muss ich sagen. Was mir aufgefallen ist, man sieht deutlich, dass es flexibel ist, aber das können wir jetzt auf der Kamera nicht zeigen, weil man sieht, dass es so eine Plastiklage ist. Es ist definitiv kein Glas. Das sieht man auch, wenn man das Gerät ausstellt und es so ein bisschen mit einer Lampe beleuchtet. Wollen wir uns mal mit der Hardware beschäftigen. Wir haben hier 2 GB Arbeitsspeicher, nicht 3 wie im LG G2 zum Beispiel. 16 bzw. 32, glaube ich, 32 GB Flashspeicher, leider nicht erweiterbar per MicroSD, wahrscheinlich auch, weil der MicroSD-Kartenslot dann etwas schwer umzusetzen wäre. Wir haben hier vorne eine 2,1-Megapixel-Kamera. Die Tasten sind hier natürlich onscreen realisiert. Es gibt also keine Sensorleiste wie bei anderen Geräten, sondern LG nutzt hier die gesamten 6 Zoll, was ja bei der Größe durchaus auch sinnvoll ist. Hier oben haben wir noch die üblichen Lichtsensoren und solche Scherze. Und an den Seiten sieht es dann eher kahl aus, denn unten haben wir natürlich, beziehungsweise, ja, das ist unten, da haben wir hier den Kopfhöreranschluss und den Micro-USB-Port. An der linken Seite gibt es dann noch den SIM-Karten-Slot, würde ich denken, Micro-SIM. Und hier oben haben wir noch ein einzelnes Mikrofon. Aber der Grund, warum da so wenig an den Seiten zu sehen ist, ist ganz einfach, dass LG fast alles auf die Rückseite verlegt. Da haben wir hier einerseits die Lautstärke-Wippe oberhalb und unterhalb dieses silbernen Stücks da in der Mitte, was nämlich der der Ein- und Ausschalter natürlich ist. Und eine 13-Megapixel-Kamera mit einem LED-Blitz und einem, ja, was ist das Rote? Ich würde denken, das ist ein IR-Blaster. Wiegt 177 Gramm, macht einen sehr wertigen Eindruck, ist allerdings in der Preisklasse auch zu erwarten. Da ist ein 3500 mAh Akku drin, der schon eine ziemlich ordentliche Laufzeit erlauben sollte. Und ja, sehr attraktives Gerät. Wir sind gespannt, ob es denn irgendwann mal billiger wird und vor allem vielleicht auch noch kleinere Geräte von dieser Sorte gibt, die dann auch so 5 Zoll oder ähnliche Displaygrößen haben. Im Grunde natürlich nur eine Technologiedemo. Ich war Roland von Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.